So, weiter geht's. Fortuna Düsseldorf. Fortuna, Fortuna. So, nach der letzten Niederlage in der Liga wollen wir natürlich jetzt weiterkommen. Ja, nach der letzten Niederlage in der Liga wollen wir heute natürlich wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Wie gesagt, dadurch haben wir natürlich, wir haben ja in Frankfurt, Frankfurt, ja, da haben wir auch gewonnen, aber hier auch vor allen Dingen in Freiburg gewonnen. Und das sind nur zwei Pünktchen, ne? Wir müssen noch mal ein bisschen arbeiten. Geld. Ein bisschen haben wir gekriegt. So, jetzt gehen wir rein ins Match gegen die Fortuna aus Düsseldorf. Da wollen wir natürlich heute wieder gewinnen. So, geht sofort weiter. Jetzt geht's los. Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Die Düsseldorf Arena begrüßt Sie heute mit jeder Menge Schnee, liebe Zuschauer. Und auch wir heißen Sie herzlich willkommen zu dieser heutigen Begegnung. Wolffuß und Frank Buschmann sind auch heute wieder ihre Kommentatoren. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. Ein interessantes Ligaspiel natürlich, Wolf. Das sind zwei Mannschaften, die sich heute zeigen wollen, die sich zeigen müssen. Die Fans haben eine hohe Erwartungshaltung. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Mit ihm kommt auf jeden Fall Tempo ins Spiel. Er ist extrem schnell und wird natürlich diesen Vorteil auch heute nutzen wollen. So. Ja, Spieltag Nummer 14. Es geht so langsam in Richtung Winterpause. Da wird wie gesagt nichts passiert. Kolasinac wird eine seiner letzten Spiele machen für uns. Der geht ja, wie gesagt, dann weg. Für rund 30 Millionen. Gucken, was passiert. So, kurz mal noch abklatschen und dann geht's sofort ins Match. Hier in Düsseldorf, auf geht's! Und jetzt geht's los. So. Also, wir wollen hier in Düsseldorf klar gewinnen, das ist muss das Ziel sein, um mal die Chance haben, Herbstmeister zu werden. Ja, ich weiß, es ist ein inoffizieller Titel, aber es ist schön, als Erster durchzumarschieren in der Winterpause. Deswegen diese Niederlage in Hoffenheim nicht tragisch, aber auch leider ein bisschen ärgerlich. Naja, da kann man diese Niederlage. Oh, gut, die kommen immer mal. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Richter. Paulinho. Latza. Luca Solari. Schön gespielt auf Marco Richter. Und das gibt Ecke. Da war, glaube ich, noch Düsseldorf dran vorher. Und jetzt ist es das 1-0. Jetzt ist es das 1-0. Wer hat es gemacht? Wer war es denn? Alari? Ja. 12. Minute. Direkt das frühe Tor. So, wir sehen da nochmal die Misslungen-Parade. Weil die ist Ausgangspunkt für diesen Treffer. Und da sind sie dann einfach schneller. Dann ist die Chance da. Da ist die Lücke und dann fällt das Tor.
könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ich höre manchmal so ein bisschen nur auf hin, was da so vom Schalke-Mannschaft erzählt wird. Paulinho! Tempo, 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 2-0! Auf jeden Fall, Tor Nummer 13 für ihn in der Saison. Und das als Zehner. Ja, mal gucken, wie sich die Mannschaft noch verändert wird in der Winterpause. Die Schalker legen gerade richtig zu. 24. Und auch hier war es wieder Lucas Alario. Ja, der schaut bei der Ecke richtig staubt ab, der jetzt wieder richtig staubt ab. So kann man auch seine Tore machen. Eigentlich war es gut gehalten vom Keeper, aber wie gesagt, kein Absatz konnte es nicht sein. Nächster Ballverlust, Kolasinac. Peroso mit Tempo. Nächster Treffer, Alario. 4-0, 28. Spielminute. Die Wiederholung zeigt es deutlich, der Sebastian Leonzeit-Post. Da steht das Stimmungsspiel. Aber auch gut gemacht, Peroso, und gut gespielt. Keine Chance für den Keeper diesmal. Alario, der drei Dinger muss ja nur über die Linie drücken. Aber so ein leichter Hattrick, würde ich sagen. Zwei Abstauber und das Ding jetzt. Und dann steht es am Ende schon mal. Steht jetzt schon mal 4-0. Tor Nummer 12, noch ein oder andere Paulinho. Ja, ja. Jetzt 13 Saisontreffer. Glück gehabt für die Düsseldorfer, dass der nicht durchkommt, der passt nicht durch. Ich bin wirklich gespannt, wie beide Teams mit den Bedingungen hier und heute zurechtkommen. Wetter ist Wetter, Wolf. Ich hoffe nur, dass wir trotz des... Oh, das könnte was werden. Tor für Düsseldorf. Also es ist das fünfte Tor in diesem Spiel. 35. Minute. Das wird ein lustiges Spielchen hier. Ich erinnere mich mal an ein Duell mit Paderborn, da glaube ich, ging es irgendwie 7-3 aus oder so. Da haben wir 10. Tor gehabt. Jetzt haben wir mal Treffer, da ist die schon mal 5. Und dann hat er am Ende keine große Mühe mehr. Hält Ruben Hennix. 4-1 jetzt also. Richter. Wenn er das so hingeht, hält er ihn. Da. Nee, diesmal nicht, weil Alario stand schon wieder auf der Position da oben. Wenn der nämlich zu ihm gefallen wäre, wäre der nächste Treffer gewesen. Mal wieder an der Flanke. Oder fast an der Flanke. Marke relativ leicht. Wir haben dann auch was passiert von der Halbzeit. Nächste Ecke. Sollte es wieder nicht sein? Da können Sie klären. Den Ball köpft er ins Seitenhaus. Ja,
Kommt da noch was vor der Pause? Tja, der Einwurf landet beim Gegner. Richtig. Also relativ früh, dann 27 Minuten. Das, schnell gehen, da wird's gefährlich. Oh, der ist schnell, der Billard. Der ist so schnell. Ja, Flanke kommt kurz. Kein Problem für den Torhüter. Aber da kommt die Flanke nicht. Ne, zur Pause wird nichts mehr passieren. 1:4 der Einzelstand. In der ersten Hälfte folgerichtig steht es hier 4:1 und im Grunde ist das Thema hier durch. Also, er macht hier bislang einen richtig guten Eindruck. Er hat sein Tor schon gemacht und ist auch ansonsten immer wieder gefährlich. Die Zwischenstände, Hoffenheim gegen Bayern 1:2, jawohl, das wäre gut, weil da würde diese Niederlage gegen Hoffenheim eigentlich jetzt so ziemlich egal sein. Aber richtig, erstmal weiter gewinnen, dann sind wir wieder auf 5 Punkte weg von den vor Hoffenheim, das wäre gut. Aber jetzt erstmal selber noch dieses Spiel hier unter Dach und Fach bringen. Da kommt der Schuss, Chance lebt noch. Wieder Alario und Kastenmeier zweimal gut gehalten. Jetzt konnte er nichts machen. Und da ist Alario, Viererpack. Viererpack Lukas Alario. Jetzt hat er nämlich auf die 13. Kein Ende in sich. Nächster Angriff. Ja, die Welle läuft. Javairo de Rosun. Und Ruben Kastenmeier. Florian Kastenmeier ist da, glaube ich. Als ich angefangen habe, mit FIFA zu spielen, hat er seinen Vater noch gespielt. Glaube ich. Ah, nur noch 2:5. Also wie gesagt, ich habe mal gesagt, ein Spiel mit 10 Toren hatte ich mal. Aber jetzt ist es zumindest mal Tor Nummer 7 heute. Richter. 5:2 steht es momentan. Jetzt gibt es Einwurf. Kolasinac. Ja, ohne Probleme. Ah, da war der Kolasinac ein bisschen sehr eigensinnig. Sehr effektiv, dieses frühe Pressing. Ah, der ist weg. Dann ist das Spiel vorbei. Und es geht mit Abstoß weiter. Wir haben noch 30 Minuten. Wir haben gerade mal eine Stunde rumgespielt. Und es sind 7 Tore hier in diesem Duell gefallen. Mal gucken, wie gesagt, was da passiert. Becker. Kolasinac. Paulinho. Richter und Kastenmeier. Der, wie gesagt, der verhindert einfach zu viel momentan. Lara, der irgendwas so gemacht hat, geht jetzt raus. Nicht Alario. Nicht Alario diesmal. Der trifft nicht. Nein, nein, nein. So, jetzt wechsle ich doppelt eben kurz. Vielleicht wollte er da am Ende zu viel. Das war vom Timing nichts. Jetzt geht er runter. Eine überragende Leistung heute von ihm. Ist platt, jetzt kann er gehen, kann er sich geschont werden, kann er schön geschont werden. Und Kalajdzic. Ja, energischer Vorstoß. Ja, Kolasinac. Klasse Zuspiel. Da ist Abseits. Leck mich doch, ich wollte gerade sagen, Tor das nächste. Aber es war abseits. Ich habe eigentlich fast nur darauf gewartet, weil es war abseits, es war richtig. Es war ein bisschen spät gespielt. Zum Spiel in der BBK Arena. Da hat es einen Treffer gegeben. Rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Augsburg. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. Gespielt sind hier 69 Minuten. Vielen Dank für diese Infos. Ja, schon lange kein Tor mehr gefallen. Jetzt eingeblendet,
der Gastgeber. Latza. Latza. Javairo Del Rosso. Er kann ihn nicht aufhalten. Harter Schuss. Ah, Kalajdzic, der es nicht schafft, seine Chance zu nutzen gerade. Sobotka. Regini. Ja, mit gemacht hat gut. Die Düsseldorfer versuchen es gerade so ein bisschen wieder aufzubauen. Lattentreffer. Ludewig. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ballverlust, ja. Ecke. Und die Ecke hat er selber raus, hat er selber verschuldet. Neuigkeiten zum Spiel in der Tor ist gefallen. Was genau passiert ist, erfahren wir jetzt im Studio. Wir haben hier Tor. Und jetzt der Konter. Der neuer Spielstand damit. Der Schalker. Kalajdzic. Also wie gesagt, wenn Kastenmeier da nicht im Tor stehen, dann würden wir die Düsseldorfer heute zweistellig abgeschossen worden. Der passt sogar noch. Da ist er nämlich, der Kalajdzic. 2:6, 86. Tor Nummer 8 heute. Da ist er dann doch irgendwann. Von zwei, drei Chancen hat er ja, und dann macht er die Ecke. Doppelpfosten sogar, ne? Ich glaube zweimal Pfosten. Also hier ist klar. Ja, und dann fängt er hier, kommt er hier nämlich dann noch an den Pfosten. Für ihn ist es ein Tor Nummer 6 in dieser Saison. So, jetzt wechsle ich den letzten, mal ziehe ich den letzten Wechsel. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und es bleiben noch 5 Minuten. Ah, der Ball kommt, Latza. Gegen Becker, das wird aber weit weg sein. Oder? Nö? Von wegen? Volley genommen. Kein Problem hier mit diesem dann doch letztlich harmlosen Ball. Und dann ist Ende. Zweite Woche gab es ja noch in der zweiten Halbzeit. Jeder eines. Am Ende ist es dann der Endstand. 2:2 geschossen. Also 4:2. 2:6 am Ende der Endstand. Alario hat 1 gemacht. Und Kalajdzic hat auch eins gemacht und für die Düsseldorf-Hafen und Hennings. Und damit ist es dann am Ende das Ende 2:6 der Endstand. Die Schalker melden sich ein bisschen zurück. Und sind wieder. Ich glaube, je nachdem, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja, die Hoffenheim haben verloren. Und ich glaube, dann sind wir weiter wieder diese 5 Punkte weg vorne. Und das nächste Spiel heißt dann Champions League und da geht's definitiv weiter mit dem Duell gegen Slavia Prag. Wir wollen weiterkommen. Dazu müssen wir jetzt immer unsere Aufgaben machen, lösen und dann einfach gucken, was passiert in dem Duell da mit den PSG und Tottenham. Einer von den beiden Großen wird auf jeden Fall fliegen. Aber wir werden mal schauen. Wer? Kurz können wir noch die Nachricht von Rashica lesen. Bin dann mal raus. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Nächste Folge wieder, Entschuldigung. Vielleicht auch nächste Woche, ich weiß es noch nicht. Gucken wir dann. Nächste Folge auf alle Fälle morgen um 18 Uhr. Bis dahin und tschüss.